Herzlich willkommen zur Folge 3 von Fallout 4 Modded Deutsch mit Nykob Nitzki. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich bin dem jungen Mann jetzt hinterhergelaufen. Wir werden jetzt mit dem ein Gespräch führen. Bevor wir loslegen, vergesst nicht, Leute, lasst der Folge einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie es euch bis jetzt gefällt. Also, für mich ist es seltsam, zurück zu sein, irgendwie. Nee, ja, doch. Ich weiß nicht. Ist irgendwie seltsam, wieder hier zu sein. Was meinst du damit? Hast du hier mal gelebt oder was? Was meinst du? Vor dem Krieg habe ich hier gelebt. Ja, vor dem Krieg. Bevor alles zerstört wurde. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ja, was denkst du denn? Was denkst du denn, was ich sagen will? Nun, dass du aus der Zeit vor dem Krieg stammst. Dem großen Krieg. Wie einer dieser alten Ghule, die man manchmal trifft. Ist das so? Man ist Ich weiß sicher. nicht. Ich weiß nicht mehr, was wahr ist und was nicht. Hey, schon okay. Ich wollte nicht in alten Wunden stochern. Wir haben alle unsere Vergangenheit, mit der wir zu kämpfen haben. Da ist nichts Schlimmes dran. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Naja, noch wo? Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du könntest der Siedlung helfen? Welche Art von Hilfe? Bei was brauchen Sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider, die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Ja, Raider killen ist mein Ding. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturgis. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Sturgis hat einen Job für mich, oder was? Kann jetzt hier die Werkstatt benutzen? Boah. Oh, ich habe versehentlich mich gestimpackt vor lauter Angst vor dieser Radkakerlake. Hundefutter in der Dose. Sturgis? Wo findet man den? Ich sehe sicher alle schlafen oder so gerade, hm? Was meint ihr? Was ist das für ein Zeich? Ah, es ist Volt, okay. Bist du Sturgis? Du kannst helfen oder verschwinden. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Oh. Das soll eine Zuflucht sein. Friedhof wäre wohl passender. Rechter Freude haben's nicht, hä? Mama Murphy, können wir uns unterhalten? Ich weiß, was du mich fragen wirst, June. Ich habe es gesehen. Und ich kann nichts für dich tun. Aber du hast das dritte Auge. Das muss doch... Es kann nicht mit den Toten sprechen, Kind. Selbst das dritte Auge hat Grenzen. Es tut mir leid. Okay, wir reden dann gleich mit dem, was mit dem nicht stimmt. Bei was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Warum kannst du das nicht tun? Wieso brauchst du meine Hilfe, um Betten zu bauen? Hey, wir haben eine Menge zu tun und wir sind schon wochenlang unterwegs. Wir brauchen Nahrung, Wasser, Unterkünfte und noch vieles mehr. Du wolltest wissen, wie du helfen kannst. Ich hab's dir gesagt. War das ein ernst gemeintes Angebot oder nicht? Ja, okay, komm. Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Okay, okay. Hey, hast du einen Augenblick Zeit? Waffenbank. Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Oh, ich kann besseren Receiver draufbauen. Kann die jetzt schon modden?
Kann die jetzt schon modden? Standard Receiver, Automatic Receiver. Kann ich da einen Scope drauf machen? Iron Set. Low Set. Aha. Waffenfreak, Rang 1. Benötigt Rang 1, Rang 2. Okay. Magazin. Das Barrel geht auch nicht. Der Receiver wird ein anderer. Trash Receiver. Stahl, Zahnräder, Öl, da brauche ich jede Menge. Jede Menge Zeugs. Ich sollte die Sachen aufheben und verwerten. Okay, 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 okay. Alles klar. Ich sehe mich da. Dann looten wir mal ein bisschen was. Gucken, ob wir was verwerten können. Eins dieser Häuser eignet sich bestimmt als Schlafplatz. Sanctuary. Könnte das ganze Zeug verwerten, oder was? Alles nehmen? Ich wusste, dass du hierher bist. Ah, und hier kann ich bauen, oder was? Du unsauber, Kind. Deine Energie ist an diesen Ort hier gebunden. Strukturen. Holz. Ja, ich rede mit der jungen Dame ein bisschen später. Muss mich jetzt hier erstmal zurechtfinden. Ich habe das ewig nicht mehr gemacht, Leute. Ich bin gerade beschäftigt. Also wundert euch nicht, wenn das jetzt am Anfang alles ein bisschen unbeholfen wirkt, gell? Na gut, dann müssen wir vorher ein bisschen Materialien farmen. Wollen wir diesen Brunnen jetzt bauen? Ressourcen wahrscheinlich, gell? Wasser. Brunnen. Da fehlt uns Beton. Ach komm, weißt du was? Das lassen wir jetzt vorerst mal. Sprich mit den Siedlern bei Tenpennies Bluff. Wie weit ist denn das weg? Ja, schon ein Stück. Lass uns da mal hingehen. Schauen wir, was uns unterwegs so begegnet. Ich hab da Bock drauf. Komm ich da irgendwo raus? Hier, glaube ich. Mal auf die andere Seite hier. Ein Radhirsch. Den lassen wir leben. Was wird mir da angezeigt? Was ist das, was mir da am Radar angezeigt wird? Ich muss da hin. Seht ihr das da unten? Sehr interessant, was das ist. Was liegt hier? Eine Maulwurfsratte? Das? Irgendeine Pumpe? Was geschieht denn hier? Luftdicht verschlossene Patrone, eine 44er, A-Klammern, Fleisch und Bohnen. Redaway. Redex. Sand hier auf jeden Fall. Oh, was ist das da vorne? Oh, jetzt geht's ab. Wo sind Raider? Blöder Wichser.
Naja. So macht man das heutzutage. Die Raider überfällt man einfach nachts. Dann zieht man weiter. Was ist das da drüben? Gucken wir uns denn. Oh! Hier gibt's Loot. Ja, Maulwurfsratten. Solche doofen Nüsse. Der ist etwas gruselig, finde ich. Gibt's da oben Loot, denkt ihr? Vielleicht gibt's da Loot. Sieht mir verdächtig nach Loot aus. Hey, habe ich Punkte zu vergeben? Das habe ich gar nicht abgecheckt, gell? Läuft bei uns. Bam. Satellitenstation. Großdorn, Schraubenzieher. Wer? Nee, hier wird geschossen. Geschossen. Warum stirbst du nicht endlich? Ah, von unten. Sehr schön. Impfpistole. Ich möchte eigentlich lieber Einzelschuss jetzt erstmal probieren, vielleicht, ja? Habe ich denn die Pistole nicht mehr auf dem Hotkey liegen, Leute? Waffen. Doch. Hier. Ah, jetzt. Das ist die falsche. Bäh. Oh Mann. Oh, da geht's rein. Leute, da werden wir gucken. Habe ich hier alles gelootet? Hier noch nicht, gell? So, Rüstungswerkbank. Erstmal hier schnell gucken. Kann ich das hier alles modifizieren? Kann man, ja. Krass, okay. Aber dafür brauche ich den ganzen Schrott, gell? Gut, schauen wir mal rein da. Schauen wir mal, was es dazu. Oh shit. Eine Falle?
erstmal hier durchlaufen. Und besser aufpassen in Zukunft. Nur übers Terminal. Nur übers Terminal. So gut geschützt. So gut geschützt. Was? Jemand da? Ganz schön weh. Die tun einem ganz schön weh. Renne. Gib's nicht auf, was? Nö, hab ich nicht vor. Haltet die Augen offen. Ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth Boy. Oh, wer wirft? Wo ist der, der die ganze Zeit mit Mollis wirft? Oh, hier. Oh, shit. Gott, oh Gott, wir setzen mir ja ganz schön zu hier. Nehme ich mir schon mit, das Zeug hier. Ich werd grad erst warm. Der hat bei einer Minigun auf mich geschossen. Frechheit sowas. Hä? Ich fang gerade erst an. Voll viel Kleidung und so Zeug haben die ganz gute hier herunten. Wärmen wir hier mal auf. Das wär's. Aua. Naja. So klappt das auch ganz gut. Brennt halt nur ein bisschen hier. Aber es gehört dazu. Gibt's hier guten Loot? Ich hätte gerne guten Loot. Sieht nicht so aus. Aber hier ist noch eine Kiste. Oh. Level 5. Bräuchte das für die Werkbank. Wo ist das? Rüstmeister. Waffenfreak. Level 13. Dann kann ich den nochmal einmal erhöhen. Langfinger. Was gibt's noch? Eisenfaust. Härte. 10 Schadensresistenz. Das will ich. Ja gut. Jetzt gucken wir uns schnell an, was wir hier in Rüstung haben. Waffen haben wir auch ein bisschen was gefunden, gell? Vierundvierziger.
Naja, gehen wir weiter. Ich glaube, das war's auch schon wieder hier, oder? Ah ne, hier geht's noch weiter, oder? Von da bin ich gekommen. Ah ne, okay. Ja. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Das Ding kann ich nicht hacken. Na gut. Dann ab nach draußen. Wir haben ja noch was anderes vor. Oh, es ist Tag. Wundervoll. Mich immer, wo diese Selbstmord-Maulwurfsratten herkommen. Wer denen die Minen auf dem Rücken spannt. Ist hier Loot? Überall Loot. Egal wo man hinblickt. Überall Loot. Der sieht aber nicht nett aus. Besser ist es. Das war ein Alpha oder was? Jo. Dachte ich mir doch. Ganz schöne Bösewichte hier unterwegs. Bei mir soll es recht sein. Alles XP. Pimpin ist Bluff. Lempines Bluff. Servus. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Keine Sorge. Ich bin ein Freund. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ich gehöre zu den Minutemen. Ich bin hier, um zu helfen. Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Wo liegt das Problem? Ist irgendwas, bei dem ich behilflich sein kann? Oh ja, ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Ich kümmere mich um sie. Keine Sorge, ich kümmere mich für euch um diese Raider. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. Okidoki, mein Freund. Ich kümmere mich natürlich drum. Wo sind die Raider? Oh, die sind ganz schön weit unten. Ja, von mir aus. Auf geht's. Oh, ich krieg hier so durch diese Lava-Mod so die Fallout 3 Vibes.
Das ist so geil. Hör hier irgendwas. Lol, was ist das da gewesen? Hast du es gesehen? Was war das? Gehen wir mal gucken. Bin richtig neugierig. Das war ein Auto, das ist hier rumgeflogen durch die Luft. Warum? Komisch. Okay, da unten sind, glaube ich, böse Viecher. Geschafft. Dieses Mal. Alles noch dran. Wer bist du? Was war? Hättest weglaufen sollen. Wer bist du? Hallo? Nervige Maulwurfsratte. Siedler. Gibt's hier Loot? Ja. Best Impact, sehr schön. Geh mal weiter in die Richtung. Schauen wir mal, was uns hier noch so begegnet unterwegs. Wie weit geht's noch? Halb Bewegung ungefähr. Was ist das hier? Das ist sogar beleuchtet. Guck. Hallo? Ist jemand da? Hallihallo? Ist da jemand? Abgeschlossen. Oh, guck. Das Schloss sieht stabil aus. Viel zu stabile Schlösser. Das ist auch was, was wir skillen müssen. Da überall reinkommen. Er ist mega hübsch hier. Gefällt mir wirklich gut. Lexington. Der Raider. Ja. So nicht auf. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Stinkige Stinke-Raider. Oh. Da ist irgendwo noch ein Geschütz, oder? Das oben? Nee, das ist unten. Das Geschütz ist unten. Hier, komm her. Impact für den Wawa. Ems. Die nehme ich.
Sehr gut. Auf dem Blechdosen. Wahrscheinlich nie verkehrt. Ich glaube, ich esse irgendwas schnell. Ich kann nie wissen. Tram. Wo geht's denn da rein? Oh, Logo hat was gefunden. Das entdeckt. Den Code kann ich nicht knacken. Das habe ich befürchtet. Sind fast da. Super duper Markt. Bank. Okay. Sieht hier ein bisschen kritisch aus. Habt ihr das gehört? Oh je. Du bist sowas vom Tod. Das war ein Ghoul. Da wird noch rumgeballert. Ich glaube, die sind da oben. Check das mal ab. Ist dich wohl für ganz hart, was? Komm schon! Scheiße! Oh Gott! Das war aber jetzt unerwartet. Lol. Okay, das war mein erster Tod. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Tut mir leid, dass ich am Anfang so lost war. Aber ich war etwas überfordert mit dem Baumodus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr bauen sehen wollt oder mehr so Jakob, Neinkop ist unterwegs und explort die Umgebung. Daumen nach oben da lassen und nicht vergessen, das Video zu teilen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.